Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Cordelia Röders-Arnold. Ich bin Head of Menstruation bei Einhorn, einem veganen Kondom- und Perioden-Startup aus Berlin. Wir machen quasi Damen- und Herren-Unterbekleidung in nachhaltig. Und ich habe mich natürlich so ein kleines bisschen vorbereitet und gehört, dass hier immer relativ viele Herren auch in dieser Veranstaltung dabei sind. Deswegen habe ich mein Lieblingsthema mitgebracht, Männer und Periode, und möchte darüber heute mit euch reden. Meine Menstruationskarriere begann am 23. Juni 2001. Das war nämlich der erste Tag meiner ersten Periode, über die ich mich wahnsinnig gefreut hatte, weil ich damals dachte, ich wäre jetzt erwachsen und ganz stolz. Und damals war das was ganz, ganz Besonderes, die erste Periode zu bekommen. Und lief zu meiner Mutter sehr aufgeregt und erzählte ihr davon. Und sie war relativ unbeeindruckt, gab mir einfach nur eine Binde und sagte, hier, mach kein großes Ding draus, das ist jetzt alle 4 Wochen. Und war etwas überrascht darüber, wie, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie eine Party ausrichtet für mich, aber ich hatte mir doch etwas mehr Euphorie gewünscht. Genau, und dann vergingen einige Jahrzehnte, in denen ich mich nicht so viel für das Thema mehr interessierte, außer dass es so mitlief. Und irgendwann habe ich mich gefragt, damals war ich vor meinem Job bei Einhorn bei Beiersdorf 7 Jahre lang und habe mich da ganz lange gefragt, warum eigentlich man immer so ein Tampon im Großraumbüro übergibt wie Koks. Also nicht, dass bei Beiersdorf Koks übergeben wird, das weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine sehr geheime Nummer. Und warum man immer sagt, man hat Kopfschmerzen, anstatt zu sagen, man hat seine Periode und vielleicht Krämpfe. Und abgesehen davon habe ich irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich nicht mehr so viel Sinn in meiner Arbeit sah, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Arbeit nur dazu beiträgt, dass ein weiterer Aktionär sich ein weiteres Ölgemälde in seine Villa in Südfrankreich hängen kann. Und dann habe ich mich entschlossen, mich Philipp und Waldemar anzuschließen, Gründer von Einhorn in Berlin, vegane Kondome. Und dann entschieden wir uns eben, die Periode zu enttabuisieren. Und deswegen habe ich heute mitgebracht 6 Dinge, die Männer über Periode wissen müssen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, einige Herren sich vielleicht fragen, warum muss ich was über die Periode erfahren, dann ist das ja so, dass 50% der Weltbevölkerung menstruieren. In diesem Moment sind es ungefähr 300 bis 600 Millionen, genau in diesem Moment. Das heißt, es tangiert relativ viele Menschen. Und jeder, der menstruiert, hat ja quasi im Umfeld jemanden, der nicht menstruiert. Also alle anwesenden Männer haben wahrscheinlich im Umfeld leben mit jemandem zusammen oder arbeiten mit jemandem zusammen oder haben eine Tochter oder sowas. Deswegen nenne ich sie liebevoll Co-Menstruatoren. Und jetzt, wo wir quasi gemerkt haben, dass wir in dieser ganzen Sache gemeinsam sind, macht es total Sinn, dass Männer Dinge über Periode wissen. Wir fangen mit der wichtigsten Sache an. Das ist die Basic, absolute Grundlage. Menstruationsblut ist nicht blau. Das ist in der Werbung immer so, dass so eine blaue Flüssigkeit in die Binde gegossen wird. Das ist aber nicht so. Das ist tatsächlich rot, tatsächlich auch sehr dunkelrot teilweise. Es ist sehr viskos und es ist sehr reichhaltig. Es ist tatsächlich das reichhaltigste Blut, was es im ganzen Körper gibt. Deswegen machen Stammzellenforscher daraus Herzzellen aus Menstruationsblut. Das ist total irre. Das Zweite, was man auf jeden Fall über die Periode wissen muss, ist eine ganz normale, weil sehr verbreitete Superpower. Es ist quasi zusammen mit dem Zyklus ein wichtiges Element, das dafür sorgt, dass wir in der Lage sind, uns zu verdoppeln, was ja eigentlich eine unfassbare Skill des weiblichen Körpers ist. Es ist ja so, dass der Zyklus, der im Durchschnitt 28 Tage dauert, es ist ja so, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut und quasi dafür sorgt, dass es immer eine immer dickere Schleimhaut wird, damit das Ei, das eventuell befruchtet wird, so ein absolutes, einen wunderschönen Ort hat, in dem es sich einnisten kann und dann quasi ein Embryo entstehen kann. Und wenn dieses Ei eben nicht befruchtet wird, dann wird die Schleimhaut wieder abgebaut und das ist die Menstruation und das ist auch schon alles. Tatsächlich ist es so, dass immer 2/3 der Schleimhaut abgebaut werden und 1/3 da bleibt. Ist auch interessant zu wissen. Das heißt, es wird nicht immer alles komplett abgerissen, sondern die Grundmauern des Tempels bleiben da und darauf wird dann wieder aufgebaut. Und das ist so, weil dieser Zustand, diesen Zustand zu halten, dieses wahnsinnige Biotop, in dem eben dieses Ei sich einnisten kann, das ist so, braucht so viel Energie, dass es sinnvoller ist, das immer wieder abzureißen und neu aufzubauen, anstatt diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Also mega krass und etwas, worüber man sich eigentlich nicht schämen sollte, sondern worüber man absolut stolz sein kann. Das Dritte ist, die Periode ist Luxus.
Das werden alle, die menstruieren, sicherlich bestätigen können. Ein sehr luxuriöser Zustand. Tatsächlich haben wir in Deutschland zwei Steuersätze. Einen Regelsteuersatz mit, 19% und einen ermäßigten Steuersatz mit 7%. Und ich habe ein kleines Spiel mitgebracht für euch. Ist das Luxus oder Grundbedarf? Das ist ganz witzig. Also ein Maultier. Wer glaubt, dass das Luxussteuer ist? Wow, ihr seid gut. Ein Maultier ist Grundbedarf. Ein Esel wiederum ist mit Luxussteuer besteuert. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Maultier und Esel. Kunst, Grundbedarf oder Luxus? Richtig, aber erst seit 4 Jahren. Vorher aber auch das, Gemälde und so weiter, Grundbedarf. Schnittblumen? Grundbedarf. Genau, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Lachskaviar? Ja. Grundbedarf. Tampons? Luxus, genau. Und wir haben eine große Petition gestartet, unterschreibe für die Scheide mit der Neon gemeinsam. Eine Petition beim Deutschen Bundestag, auch wenn es nicht so aussah. Die ist tatsächlich auch durchgekommen und jetzt sind wir im September im Bundestag und schieben das Thema weiterhin voran und sorgen dafür, dass wir auch in Deutschland nur noch 7% Mehrwertsteuer auf Periodenartikel zahlen. Wir haben auch eine kleine Studie gemacht mit 20.000 Menschen, weil wir herausfinden wollten, wie geht eigentlich Deutschland mit der Periode um und haben herausgefunden, eine weitere interessante Dinge, die man auf jeden Fall wissen muss. Die Periode ist schmerzhaft. Für viele von euch ist das jetzt nicht überraschend. Sie ist sehr schmerzhaft. Tatsächlich haben Forscher gerade herausgefunden, dass Periodenkrämpfe so stark wahrgenommen werden können wie Herzinfarkte. Und wenn man sich überlegt, wenn man jemandem mit einem Herzinfarkt, ich meine, das kann anders enden, das ist klar, aber wenn man dem eine Wärmflasche geben würde und sagen würde, reiß dich mal ein bisschen zusammen, das würden wir auch nicht tun. Und dafür braucht es auf jeden Fall mehr Sensibilität. 60% derer, die wir befragt haben, wünschen sich mehr Verständnis vom eigenen Partner während der Periode und haben uns gefragt, wie soll der eigene Partner Verständnis für etwas haben, was er selber noch nicht erlebt hat? Und dann haben wir unseren Freund Jan Becker gefragt, der ist Hypnotiseur, ob er Männern Periodenschmerzen per Hypnose vermitteln könnte. Und dann haben sich ein paar sehr mutige Männer bei uns beworben. Und dann haben wir das mal ausprobiert. Das zeige ich euch. Kann der so abspielen? Ich glaube, wir brauchen mal einen Ton. Schau in deine Hand auf nur einen Punkt und du spürst, wie die Hand näher kommt und schlaf. Und jetzt spürst du einen leichten Schmerz in deinem Unterleib, ein leichtes Ziehen, das immer stärker wird. Als ob zwei Hände von hinten durch deinen Rücken in deinen Unterleib greifen und die Gedärme in dir die Organe zusammendrücken. Wie ein Handrührgerät, das all deine Organe in dir durcheinander wirbelt. Wie zwei Messer, die von rechts und links in deinen Bauch langsam hineingeschoben werden, immer stärker wird dieser Schmerz. Diese Messer in dir, dieses Handrührgerät, diese Einsamkeit, es wird dir heiß, versuch den Schmerz wegzuatmen und es gelingt dir nicht. Was würdest du den Frauen oder den Menstruierenden in deinem Umfeld mitgeben, nach deiner Erfahrung? Respekt. Meinen imaginären Hut ziehen. Vor euch allen 3,5 Milliarden. Wenn wir genug Freiwillige zusammen haben. Ja. Genau, das war ein sehr, sehr interessantes Experiment, in dem wir darauf aufmerksam machen wollten, dass das Thema auf jeden Fall in der Gesellschaft ist und dass es wichtig ist, darüber zu reden, denn das tun wir aktuell einfach viel zu wenig. Und deswegen machen wir mit Einhorn viele Dinge, zum Beispiel zum Thema Aufklärung. Wir haben einen großen Instagram-Kanal mit 40.000 Menstruierenden, in dem wir uns austauschen. Wir haben gerade ein Schulprojekt gestartet, weil es wahnsinnig wichtig ist, dass auch in der Schule besser aufgeklärt wird und nicht wie das aktuell noch viel der Fall ist, der Röhrenfernseher oder inzwischen der Flachbildfernseher reingeschoben wird und es eine Stunde Film gucken gibt. Da muss einfach wahnsinnig viel passieren. Wir machen nachhaltige Periodenprodukte, die aber eigentlich Überbringer von Nachrichten sind. Zum Beispiel
Fragen vielleicht noch klären. Und genau, das ist unser Plan. Wir wollen Menstruation anfacken, das heißt enttabuisieren. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass ihr da mitmacht, weil ihr auch darüber sprechen könnt mit euren Kolleginnen, mit euren Freundinnen, mit euren Partnern, mit euren Partnerinnen, mit euren Söhnen und mit euren Töchtern. Denn ob das für sie ein Thema ist, für eure Töchter zum Beispiel oder Patenkinder oder Menschen in eurem Umfeld, ob das ein Thema ist, über das sie stolz sind oder für das sie sich schämen, das entscheidet ihr. Dankeschön.